Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro Gateway to Glimmer. Bam! So, endlich mal geschafft. Ich glaube, ich habe es auch beim letzten Mal geschafft, aber ja. Wir sind jetzt hier in der schattigen Oase. Wir haben heute Sonntag, den 31.08.2014. Jo, Dennis war bis gerade hier. Ich habe ihn nach Hause. Also, was heißt nach Hause? Bis zum Bahnhof gefahren. Der wohnt natürlich nicht im Bahnhof. Was schlimm wäre. Ja, aber jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Und zwar, mein Ziel heute wäre es eigentlich nur, die schattige Oase fertig zu machen. Schluck, wenn möglich, mit dem Könnerpunkt zu besiegen. Und dann den Kopfsprung zu erlernen und die restlichen Level, wo wir jetzt noch nicht. Also, das Level hier und. Bruchhügel, die beiden Level noch fertig machen, so damit die Herbstfeld, so das Herbstfeld komplett dann fertig ist. Ich weiß nicht, ob das Herbstfeld heißt, keine Ahnung. Spyro, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte eine Beere von diesem Zauberbeerenstrauch pflücken, aber ich bin nicht stark genug. Drei Käse hoch das Nilpferd. Wenn du gegen den Strauch rennst oder ihn abfackelst, sollte eine dieser leckeren Beeren runterfallen. Ich will auch eine haben. Friss. Voll niedlich. Und hier ist nichts. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Die sind auch voll putzig. Ach ja. Ja, ich kann ja mal erzählen, was wir heute zum Mittag hatten. Als ob euch das jetzt interessieren würde, aber ich erzähle es einfach mal, weil ich ja sonst nichts zu erzählen habe. Und zwar, wir hatten. Also gestern hatte mein Onkel Geburtstag. Und, ich dachte gerade, mir wird hier jemand in die Tür reinkommen. Mein Onkel Geburtstag und der hatte Pizza bestellt. Normalerweise grillt er immer, was mich ein bisschen verwundert hat jetzt diesmal. Ja, aber er hat halt Pizza bestellt und da war auch eine Pizza Vegetarier dabei. Die hatten wir auch bei mir am Geburtstag. Die schmeckt richtig geil. Und wir haben uns dann einfach mal dazu entschieden, dass wir uns heute eine Pizza Vegetarier bestellen. Plus halt noch den Salat Mama Mia. Einen kleinen, weil der kleine eigentlich genauso groß ist wie der große. Ja. Und da haben wir die Pizza Vegetarier mit Salatsoße gegessen. Wieder ein Gaumenschmaus, ich sag es euch. Wunderbar. Jo, das haben wir zum Mittag gegessen. Also die Pizza Vegetarier ist echt sehr unterschätzt. Weil sonst essen wir halt immer eine Perverso oder halt eine Margarita. Obwohl, wenn wir eigentlich hier Pizza essen bei mir, dann ist es meistens eine Perverso. Weil das Problem bei der Margarita ist, dass sie die oft zu lange im Ofen lassen. Das war jetzt hier bei der Vegetarier auch der Fall, aber das war irgendwie nicht ganz so schlimm. Eine Margarita ist das schlimmer. Jo. Ach ja. Erzählst du uns jetzt noch? Gar nichts mehr. Wir sollen dir nur da oben so ein Bärchen holen. Gell? So, ich hole mir mal gerade was zu trinken, weil ich habe nämlich Durst. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Fanta und ein bisschen Eistee noch. Und die Kamera zuppelt. Ich weiß nicht, ich weiß, wo sie hin soll. Ich hätte natürlich auch vorm Aufnehmen was trinken können. Aber das ist mir egal. Ihr seid ja gewöhnt von mir. Da kommen wir später hin. Da ist der Anfang. Machen wir einfach weiter.
bist du? Das dauert echt nicht mehr lang, dann haben wir hier das Spielchen durch. Wir haben ja schon, also eben im Speicherstand. Hast du das schon angekommen? Stand drinne, wir haben 73% schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier mehr gibt als 100%. Ich meine nicht. Im ersten gab es 120, im zweiten. Ich meine mal, dass es 100 und fertig ist. Die können auch, glaube ich, nur am Kopf treffen, diese Magierinnen. Was war das da hinten? Da war irgendwie so... Grafikfehler, okay. Ich wollte gerade sagen, da war so ein Nupsi. Dass der immer auf uns warten muss. Das haben die bisher, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist jetzt en garde. Oh, wir haben jetzt am Wochenende haben wir ganz alte Folgen von Giga geguckt, von also Ende 2000. Was ist so schlimm? Die haben da irgendwie so Mädels, die da am, keine Ahnung, so Online-Free-Games präsentieren. Die haben echt überhaupt keine Ahnung und haben überhaupt nichts drauf. Sorry, dass ich das jetzt so abwertend sage, aber es ist einfach so. Das regt mich total auf, ey. Also das ist da, wo wir gleich hinkommen können. Zum Ende. Aber dann hätte ich mich lieber dahin gesetzt und denen irgendwas da vom... was auch immer gebrabbelt. Oh, ich hätte gerne bei Giga gearbeitet. Oder bei Game One. Nur nicht mal vor der Kamera, halt irgendwas... hinter der Kamera, Tonmännchen oder sowas. Keine Ahnung. Ruf Tonmann wäre auch... also, oder Tonfrau, wie man es auch immer nennen will, hätte ich irgendwie auch mal Interesse dran, irgendwie mal so da reinzuschnuppern. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber irgendwie reizt mich das. Oder einfach nur Kabelträger. Die machen wir gleich, wenn wir mit dem geredet haben. Du gibst uns eh noch eine andere Aufgabe, dann quatschen wir erstmal mit dir. Danke, dass du mir geholfen hast, den großen Beerenstrauch zu erreichen. Jetzt können wir jederzeit Beeren essen. Nimm das hier. Es ist ein Geschenk von allen Nilpferden. Ein Hütchen? Nee, eine Wunderlampe. So heißen die Dinger doch, oder? So, dann reden wir mit dir noch. Spyro. Drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen geklaut. Bitte nimm sie ihnen wieder ab, bevor sie sie aus der schattigen Oase entführen. Fangen die listigen Diebe. Jetzt wird uns die, glaube ich, gezeigt, wo die sich befinden. Das ist am Ende. Das ist am Anfang. Und das in der Mitte. Oh. Jo, machen wir. Aber erstmal die Vase. Die ist unten. Okay. Falsch rum. Oh. Eine Rakete. Hier können wir noch nicht alle ähnlich schnell holen, wie ich das gerade sehe, weil da brauchen wir den Kopfstoß für. Machen wir dann erstmal hier noch die restlichen. Ah! Ja, ja. Ich will mit denen noch nicht reden. So. Wir können die Aufgabe von dir eh noch nicht machen. Aber wir machen das hier schon mal. Ich hab grad geguckt, ob hier noch irgendwelche
anderen Dinger sind. Nein. Dann holen wir dich jetzt erstmal. Das ist eigentlich genauso wie... Eier... Eierdieb fangen. Das war so klar. Na! Dankeschön. So, wie, hier hätten wir schon mal die erste. Dann machen wir hier noch das Ding kaputt. Das ist am Anfang, glaube ich, so wie das aussah. Ja, gut. Ja, da oben ist sie. Dann holen wir hier erstmal die Edelsteine noch. Oh, das sind ganz schön viele. Wunderbar. Ich habe letztens gesehen, dass es wieder anscheinend ein Update bzw. Patch oder wie auch immer für DayZ gab. Bin ich mal gespannt, was sich da wieder geändert hat. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt. Hab das nur gesehen, dass da wieder irgendwas runtergeladen wurde. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wo das hin... Ja gut, jagen wir dich erstmal. Es ist falsch rum. So kriegen wir dich nämlich gleich nicht. Weil da so hoch springen können wir leider nicht. So, jetzt aber. Mist. Ah! Gott, ach Gott. Ja! Oh! War auch gerade so. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo die Vase hingegangen ist. Da steht sie doch. Ich hoffe mal, das war's. Nee. Jetzt steht sie am Anfang, okay. Kann man eine kleine Abkürzung nehmen. Ach, da steht sie. Ich dachte, die hätte oben gestanden. So. Gut. Dann fehlt uns noch die letzte Wundername und dann wären wir hier schon fertig. Das ging aber fix. 13 Minuten. Das wird jetzt auch nicht so schwierig, den zu kriegen. Ist das eigentlich... Können wir die abschießen? Das will ich mal ausprobieren. Das habe ich noch nie probiert, ob wir die abschießen können. Das wäre natürlich lustig. Nee, es funktioniert nicht. Er haut ab. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo bist du hin? Da bist du. Aber das war der einfachste. Subi, müssen wir ja noch zurücklaufen? Nee. Danke fürs Zurückbringen der drei Zauberlampen. Hier, nimm diese Kugel. So eine Elfe hat sie bei mir gelassen, aber sie will nicht richtig glänzen. Gut, das wär's hier gewesen, glaube ich. Gucken gerade mal nochmal in Atlas rein. Nee, Atlas heißt ja, glaube ich, erst im dritten Teil, oder? Ja, die schattige Oase und der Bruchhügel, genau. Das sind die beiden, die uns noch fehlen. 20 werden wohl unten in dem Ding drin sein, das wird schon passen. Herbstfeld, genau, so heißt die Welt. Fortfahren. Dann gehen wir wieder heim und besiegen mal den Schluck.